Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Legaia. Was lange währt, wird endlich gut, wie man ja sagt. Eine ganze Zeit lang fehlte mir erstmal auch die Lust, dieses Projekt weiterzumachen, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Dann verabschiedet sich mein Board, auf das ich noch ein bis zwei Wochen erstmal warten durfte, bis man ein neues Board kommt, und dann zicken auch noch die Einstellungen vom PC rum. Bis endlich mal die Toneinstellungen wieder so waren, wie ich sie brauchte. Aber okay, jetzt scheint ja alles wieder zu funktionieren, also wollen wir uns doch jetzt mal hier weiter auf den Weg machen und endlich mal schauen, wo wir hier überhaupt rauskommen. Viele, viele Gänge. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aber auch keine Lust, hier nach Schatztruhen oder so zu suchen. Es sei denn, sie liegen sowieso so wie diese jetzt auf dem Weg, genauso wie die Gegner. Die will man sich ja nicht gehen lassen. Und der Nova. War jetzt schon, machen wir Nova jetzt noch nicht? Das ist jetzt die Frage gerade. Da haben wir ihn auf jeden Fall noch nicht. Also probieren wir es einfach mal. Terra wird wahrscheinlich auch noch nicht haben. Nein, natürlich nicht. Ich muss mich jetzt erstmal hier total wieder einfuchsen. Das ist so lange her. Zumindest im Verhältnis für mich. Vielleicht reicht's ja. Bahn, enttäuscht mich nicht. Wahrscheinlich war es jetzt wieder der eine Treffer, der ich gesehen habe. Und dafür kriegen wir uns erstmal dick ein auf die Nuss. Autsch. Das war nicht nett. Steht ja immer noch. Meine Güte. Gut, dann wirst du jetzt mal darauf verzichten müssen, weil du brauchst definitiv ein wenig Heilung. Aber ja, mit einem Schlag wäre das nichts. Probieren wir es mal mit voll. Und er haut ja sowieso so gut wie nicht drauf. Wahrscheinlich ist es jetzt viel zu viel Schaden. Ja. War wahrscheinlich wirklich nur ein oder zwei Schläge, die gefehlt haben. Ultraschall. Okay, wir werden jetzt also auch mit Ultraschallwellen angegriffen. Müssen wir uns merken, ganz eindeutig. Da gibt's doch mal eine mystische Hilfe. Ich freue mich schon auf die nächsten Heilserus. Aber erstmal müssen wir jetzt zusehen, dass wir hier weiterkommen. Ach, kommt. Einfach Autoangriffe, von denen gibt es sowieso nichts Besonderes, und das ist gut gewesen. Das war ja schon mal nicht allzu erfolgreich, wie man sieht. So. Müsste genau jetzt aber auch drauf gehen. Dann können wir wieder weiter. Irgendwie sieht es bei den Beinschienen ja so ein bisschen aus, als ob die eben echt aus den Knien wachsen. So wie verlängerte Kniescheiben. Es könnte natürlich sein, dass ich mich da jetzt insgesamt vertue. Aber jetzt erstmal gucken, was wir hier haben. Eine Heilblume. Ja, ist ja auch schon mal nicht ganz verkehrt. Aber erstmal brauchen wir jetzt eindeutig noch ein bisschen Heilung für die Gruppe. Weil insgesamt doch ein bisschen angeschlagen ist. Obwohl, das reicht erstmal. Na, da ist nichts versteckt. Gut, dann dürfen wir den Weg wieder zurücklaufen bis zur Gabelung. Ist aber auch kein Weltuntergang. Überleben wir ja alles. Gott sei Dank gedankt. Ja, es musste ja sein. Man kann uns ja nicht einfach laufen lassen. Ah, verrückten Vogel. Das Ding sieht mir mehr aus wie einen Kugelfisch. Ein wütender Kugelfisch. Aber gut, es ist ein verrückter Vogel. Und man sieht ja auch ganz eindeutig, was Noah von verrückten Vögeln hält. Ein verrückter Vogel, der mit Fischgift angreift. Hab ich irgendwann irgendwas verpasst? Wir haben Vögel, die wie Fische aussehen und mit Fischattacken angreifen oder so ähnlichem zumindest. Aber nein, es sind Vögel. Wir hätten so verrückter Fisch nennen können. Was gibt sonst alles zu viel zu erzählen? Eigentlich nicht. Eine Menge, was sich ereignet hat.
mir gesagt, auch fehlt mir ein bisschen die Lust im ersten Moment auf Legend of Legaia, weil ich halt auch angefangen hatte, einen Spielstand noch vorzubereiten und vorzuspielen fürs Ende, um noch ein paar Sachen zu zeigen. Aber wenn man sich da dann mehrere Tage mit auseinandersetzt und dann quasi am Powerspielen und Powerleveln ist, dann fehlt einem irgendwann die Lust dazu, dann noch die Aufnahmen zu machen. Was ein großer Fehler meinerseits war, was ich auch ehrlich zugebe. Und das wird jetzt auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Links oder rechts, links oder rechts. Gerade eben waren wir rechts, gehen wir jetzt nochmal rechts. Wird wahrscheinlich falsch sein. Wollten wir nicht nach unten? Jetzt geht's hier nach oben. Gut, Kiste. Auch okay. Und daran lag es dann auch, dass ich eine ganze Zeit lang einfach nicht die Lust hatte, in dem Moment irgendwie Legend of Legaia überhaupt anzufassen. Und habe mich dadurch natürlich unter der Woche primär erstmal auf die Luna 2 Videos konzentriert. Und habe das Wochenende dann eher für mich ruhig angehen lassen. Aber sollte jetzt eigentlich alles kein Problem sein. Und so wie sich das anhört, scheint ja sogar das Board mir einen kleinen Bonus sogar bei meinem Ton zu geben. Also bei meinem alten Motherboard hatte ich es ja echt so auch, dass wenn ich den Stereo-Mix angemacht habe, ich selbst immer so ein leichtes Rauschgeräusch vom Mikro halt in den Kopfhörern hatte. Was jetzt im Moment überhaupt nicht der Fall ist. Und deswegen hoffe ich, dass die Tonqualität insgesamt sich im Verhältnis zu den vorherigen Aufnahmen nochmal doch ein gutes Stück verbessert. Aber das werden dann ja die fertigen Aufnahmen auf YouTube zeigen. Ja, mein Lebensring. Hallo, kleiner Schatz. Da war die Taste, genau. Wollen wir doch mal schauen, was machst du denn? Warn hat ja eh noch ein bisschen Platz. Ein Lebensring erhöht die maximalen GP um 10%. Boah, das ist doch für Leute, die wenig HP haben, gar nicht mal so verkehrt. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja, die Rate der Verbündeten für den ersten Angriff. Ja, da würde ich doch mal sagen, kriegt Noah den Lebensring dafür. Und Warn kriegt in dem Moment den Kompass. Das macht die ganze Sache nämlich wesentlich bequemer. Annulliert Fäulnisangriffe, annulliert Fluchangriffe, annulliert Vergiftungsangriffe. Ja, da haben wir zumindest ein bisschen was. Sieht ja hier nicht anders aus. Verteidigung gegen Feuer, untere Verteidigung, Verteidigung gegen Wind. So langsam wird das Equip hier richtig brauchbar. Aber so langsam will ich doch mal hier raus. Ist doch alles ein bisschen ungemütlich hier. Zack, zack, zack. Ja, was gibt's sonst noch großartig zu erzählen? Wenn man mal nicht von einem Schwank aus dem Leben oder so ausgeht. Wir haben den vierten Advent. Alles Gute euch auch dazu. Diejenigen, die das Video sich heute noch ansehen. Die anderen werden es ja am Upload-Datum sehen, wann es war. Bald ist Weihnachten. Hoffentlich freut ihr euch auch genauso auf Geschenke wie ich. Schönstes Geschenk wäre natürlich, wenn man mal im Leben auch ein bisschen Schönes schafft. Es gibt ja einige Leute, da spreche ich leider Gottes auch aus eigener Erfahrung, die vom Leben nicht ganz so mit Glück gesegnet sind wie andere. Ist mir auch eine Zeit lang so gegangen. Ich habe eine Zeit lang auf der Straße sogar damals gelebt. Man spricht natürlich nicht gerne über so eine Vergangenheit, aber irgendwo sagt man auch, es ist ein Teil von einem Menschen. Das war irgendwo auch das, was einen mit ausmacht. Und warum soll man es dann großartig verheimlichen? Das ist zumindest jetzt meine Meinung. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass diese Leute, denen es nicht ganz so gut geht, die vielleicht irgendwie nicht ein warmes Dach über dem Kopf haben oder mal jeden Tag eine warme Mahlzeit oder sonst was, dass man auch an diese Leute denkt, denn ich gehörte auch dazu und man sollte solche Leute nicht vergessen. Und hier haben wir erstmal ein Wunderelixier in der Schatztruhe. Gut, nehmen wir natürlich auch mit. Ja, was soll man sagen, meine Zeit auf der Straße war halt zum Glück im Sommer, deswegen habe ich davon von dieser Kälte da draußen nicht allzu viel mitgekriegt, aber seid mal ehrlich, wenn ihr euch eure Jacke anzieht, raus auf die Straße geht, nur damit ihr es warm habt in dem Moment. Ich will natürlich niemanden verteufeln, klar, würde ich ja auch machen, oder mache ich ja auch,
dass ich mir eine Jacke anziehe und so weiter, damit einem nicht kalt ist. Aber wenn man sich dann vorstellt, dass es wirklich Menschen gibt, die bei solchen Temperaturen und kälter irgendwie draußen schlafen, ohne irgendwie eine Heizung zu haben oder einfach mal sich unter eine Bettdecke kuscheln zu können. Eine Sekunde bitte. Ich habe hier gerade einen Anruf. So, und schon wieder da. Tut mir sehr, sehr leid. Das kam jetzt leider Gottes etwas unerwartet. Aber es hat sich ja zum Glück weder für den Kampf noch für sonst irgendwas als ein Problem rausgestellt. Ah, und wäre noch ein Level gestiegen, das ist auch sehr schön. So, na, kriegt Noah auch noch einen kleinen Schub. So. Auch um das Thema jetzt zum Abschluss zu bringen, wie gesagt, es gibt Leute, denen geht es nicht so gut wie uns und man sollte sie nicht ganz vergessen. So, sind wir jetzt hier auf dem richtigen Weg oder nicht? Ich blick hier unten schon wieder nicht durch. Gut, aber wir haben auf jeden Fall Erstschlag. Das ist schon mal schön. Das dürfte uns zumindest die Angriffe von Nova ersparen. Wenn er ja doch nicht ganz ohne zuschlägt. Scheint auch ziemlich unempfindlich gegen Gift zu sein. Also, ich gehe mal davon aus, weil unser verrückter Fisch uns da, unser verrückter Vogel uns da mit seinem Fisch, mit seinem Fischgiftangriff angeht, dann wundert es mich, dass wir bisher nicht vergiftet wurden. Obwohl ich natürlich auch nicht drüber meckern will. Zack. Hey! Danke! Einer mehr in unserer Sammlung. Nicht, dass wir ihn wirklich brauchen würden. Es gibt nur ein paar, die ich wirklich gerne verwende, weil sie halt wirklich für gewisse Situationen eine extreme Power entfalten können. Aber zu den Zeros komme ich dann später auch nochmal, wenn es denn soweit ist, dass wir sie fangen können. Weil dann kann es auch sein, dass es mal einen Schnitt im Video geben wird oder muss, damit ich sicherstelle, dass ich sie an der Stelle auch wirklich fangen kann. Aber wie gesagt, noch ist es nicht soweit. Kleines bisschen dauert es noch bis dahin. Dann müssen wir erstmal hier ein bisschen Dampf machen, dass wir das hier noch, diese komische Höhle, endlich mal abhaken können. Bisher sich bewegende Plattform von oben nach unten. Okay. Das soll uns jetzt wahrscheinlich auch nicht suspekt oder so vorkommen. Nein. Sowas ist ja in Fantasy-Welt normal. Im Nichts hängende Plattformen, die sich nach oben und unten bewegen. Fühlt sich noch irgendjemand an Mario und Zelda erinnert? Gut, das war zumindest schon mal dieser komische Musch-Musch-Pilz. Aber trotzdem, wir haben da so ein amphibisches Irgendwas und wir nennen es halt einfach mal Krieger. Wenn ich genau wüsste, dass ich es mir wesentlich einfacher machen, wenn ich das Spiel auf Deutsch spielen würde, würde ich alleine wegen solchen Namen wieder auf die englische Version zurückwechseln. Und wegen solchen Übersetzungsfehlern wie Den Heilblume. Aber wir wollen ja nichts sagen. Nachdem wir ja auch der Gerät hatten, können wir auch den Heilblume haben. Jetzt muss ich mal schauen, wo es hier weitergeht. Ah, da unten. Alles klar. Die Wege sind hier aber auch durch diese Plattform sind mal richtig blöde versteckt. Und das Gegner... Und ja, was heißt das Gegner vorkommen, beziehungsweise die Gegnerdichte wird auch immer höher. Das ist aber ganz ernsthaft. Tschüss. Weil, wenn ich schon den Erstschlag habe, dann werde ich mich jetzt nicht noch länger mit denen balgen, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, zack, 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 da runter, da geht's nicht weiter, okay, müssen wir hier hoch, zack, zack, zack.
Aber noch eine Kiste. Wenn die so oben weg liegt, dann muss man die doch gleich schon mitnehmen. Was haben wir da? Eine Wutsteigerung. Gut. Immer wieder gerne. Sowas nimmt man mit. Noch ein verrückter Vogel und Nova. Ich gehe da jetzt über Befehle. Sonst treffen wir den Vogel ja nie. Zack, zack. Gut, das passt. So, du kannst ja sowieso mit den schönsten Dingern zuschlagen. Das wissen wir ja schon. Kriegen wir da jetzt eigentlich eine Kombination hin? Oben. Zack, 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 zack. Ne, auch nicht wirklich. Ist doch doof so. Gut, machen wir direkt den eisigen Atem. Und du darfst... Ja, ich hatte die ganzen Techniken aufgeschrieben. So viel zu dem Thema Techniken. Gut, die kriegen wir auch noch raus. Dann kann er wenigstens auch mit ein paar Sachen mehr zuschlagen. Ja, Sense von Sense rum und es ist... Autsch! Noch so viel Schaden. Und... So. Das Ding trifft wenigstens für einen guten Bums. Schade, dass Noah nicht ganz viel Kraft dahinter hat. Du selbst einfach mal alle weg und dann war es das, ne? Genau, Gala. Die Zeros sind mittlerweile auch richtig groß geworden, wenn man sich so seinen Osma anguckt. Halleluja. Würde ich ja nicht wissen, was aus denen noch wird. So, dann heilen wir den ganzen Schaden auf Noah mal eben kurz weg. Ja, das reicht. Man muss ja nun auch nicht zu sehr übertreiben. Und dann geht's hier gleich weiter. Komisch, er springt immer wieder runter. Aber er springt irgendwie auf die Plattform. Doch, jetzt mal. Springt er mal auf die Plattform hoch. Auf die Plattform hier. Okay. Da geht's hoch. Aber ich vermute mal, wir müssen... Hier. Okay, wir müssen doch nicht hier weiter. Aber eine Kiste ist auch gut. Mit einem Schild-Elixier. Und noch einem Gegner. Komm, gib mir erst Schlag, dass ich wegrennen kann. Danke. Einmal Nova haben wir ja, das reicht ja zum Vorführen für später. Und tschüss. So, ich will jetzt aber endlich hier ans Ende der Höhle. Kann doch nicht so tief groß sein hier. Ich meine, unterirdisch leben ist ja eine Sache, aber wie haben die ihr Zeug dann dahin gekriegt? Zack, zack. Auch nur wieder ein Höhlendurchgang. Himmelsherrgott. Hier ging es jetzt wieder nach oben, habe ich das irgendwie. Das kann natürlich so eine optische Täuschung gewesen sein. Ah, das sieht ja schon ganz beruhigend aus. Wow! Was? Wow. Ah, Bahn, Gala, da! Da sind jede Menge Leute! Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kann man durchgehen lassen, wenn man sich so auch die anderen Städte anguckt. Ah, das müssen die Höhlen unter Oktam sein. Nee, überhaupt nicht. Oktam? Das heißt, Hari muss hier sein. Er ist derjenige, der mir meine Träume deuten kann. Er muss hier sein, stimmt's? Müssen tut er nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er da ist. Hurra! Waren vorwärts, suchen wir Hari. Ja, machen wir, Noah, machen wir. Aber erst im nächsten Video.